Also du könntest quasi deine eigenen Videos jedes Mal anklicken und es würde halt als Aufruf zählen. Ja. Das machen auch manche. So. Oder aber ich finde das schon ganz lustig. Also meine Abonnenten gucken meine Videos. Also wenn ich da gucke, also 8 Views haben die meistens immer. Mindestens. Also es ist die Anzahl meiner Abonnenten. Also hast du treue Zuschauer. Ich glaube, ich spiele jetzt auch Jux in der Lerei, weil der John noch nicht da ist, mein... Obwohl, das ist ja eh scheißegal, weil ich das sowieso ja später mache, ich da irgendwelche Bilder drauf oder so. Oder ich mache ein stummes Video, irgendeins, was ich mal irgendwann aufgenommen habe, da rein. Im Hintergrund. Nur Bilder ist ja langweilig. Also, Gronkh hat zu wenig Aufrufe, ne? Hä? Gronkh hat auch zu wenig Aufrufe. Der Arme! Oh mein Gott, der landet bald auf der Straße, weil er keine Views mehr kriegt. Oh mein Gott! Voll uninteressant. Gronkh hat wesentlich mehr Views als wir alle zusammen. So, ich guck gerade, welche Figuren wir brauchen. Naja, wer zieht sich auf, keine Ahnung, 400, 500 Folgen Microsoft-Element? Das ist schon über 500. Also ich habe schon die ersten 300 von mal ein Stück hintereinander geschaut. Okay. Weil mir langweilig war. Und weil ich wissen wollte, wie es angefangen hat. Und als ich dann ungefähr bei 300 war, war mir das zu blöd, doch die restlichen 200 zu schauen. In Polen hätten wir 302 Aufrufe. Also wir brauchen typisch, ne? Orpheus brauchen wir. Haben wir. Aber was will man sagen gegen 416 Millionen Videoaufrufe? Was bei Gronkh? Ja, bei Gronkh. Warte, Moment. Insgesamt wirft all seine Videos aufgerufen wurden. Oh shit. Und? Muss durch die Abonnenten rechnen und wenn du dann bei 682. Musst du dann noch seine Videos nehmen? Also Videos hat er... Nee, das normal ist. Ich glaube 2300 oder sowas. Ja. Normal ist mir doch angezeigt, wie viel Video einer hat. Das steht dann... Da 2928 Videos. 681.206 Abonnenten. Ja, was brauchen wir? Octavius brauchen wir. Du tust ja einfach mal die Views durch seine Videos und dann müsstest du eigentlich mit den Abonnenten... Durch die Abonnenten und dann müsstest du übereinstimmen oder so, irgendwie sowas. Wann hättest du eigentlich das mit? Aber ich schau, ich habe ihn zum Beispiel nicht abonniert und schau einige seiner Videos, zum Beispiel Deponia. Der erste und auch der zweite. Sein Wissen Let's Play habe ich zur Hälfte verfolgt. Den Meister brauchen wir. Das ist schon der Meister. Oh Scheiße! Let's Test Slender, 1 Million Views. Wie beim okay, gruselig. Aber dann hier, Let's Test From Dust, 159.000. Oh, echt? Über 1 Million Views. Also wenn bei dem 100, 200.000 seine Abonnenten zugucken, ist es schon viel. Also die anderen 400.000 ist also alles die nur... 10 Minuten, John, die sind jetzt rum. Los jetzt. Boah, 793 Minecraft-Folgen. Mhm. What the fuck? Und ich habe ich habe die Gronkh-Folgen von, also Minecraft-Folgen von Gronkh, glaube ich, angefangen, da war der bei knapp 526. Okay. Also ich habe zwischendrin extrem große Mücken, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, ihm zuzuschauen. John ist da! Juhu! Hallo König John! Guten Abend. Ich brauche immer noch 5 Minuten. Mir ist gerade das Internet mal wieder abgeschnitten. Ich muss gerade meinen Upload wieder starten. Abend, König. Okay. Seit 795 Minecraft-Folgen. Oh Gott. Nee, ich habe nämlich alle geguckt. Ich habe auch. Das sind dann immer die Sonderfolgen dabei. Von die laufen bei dem am besten. Ne? Also vor 2000 oder 2000 Views. Und auf dem anderen Video. Drei Wochen hat er Max 40.000. Vor 3 Wochen hat er nur 178.000 Views. Also ich muss sagen, ich gucke eigentlich mir die gerne an, wenn der Gäste hat.
Gäste, denke ich. Na, Gäste hat er ja noch nicht lang dabei. Hat er auch nicht oft dabei. Die am meisten dabei ist, das gibt Trash Tasmani. Ja, aber er hat ja mal, keine Ahnung, bei Folgen um die 600, 500 rum, keine Ahnung wann, angefangen mit Sarazza und danach kam Trash mit rein. Ja, Sarazza ist ja auch sein Chef. Ist wirklich so. Das ist sein Chef. Ich weiß. Sarazza ist der Geschäftsführer von Blame Massive. Und Gronk arbeitet bei Blame Massive. Irgendwas wollte ich aber gerade sagen. Ich weiß nicht mehr. Kann mir einer sagen, wie man das Raudes-Zeichen macht? Hä? Kann mir einer sagen, wie man das Raudes-Zeichen macht? Ja. Indem du... Moment. Indem du einfach Strick Alt und die Taste drückst. Ich finde die Taste aber nicht. Hm? Was die, das Zeichen, das wo ich da gemacht habe? Das ist die Taste neben dem A, neben dem Ä. Ach, gut. Du brauchst ja nicht mal Strick und Alt. Du musst einfach nur die Taste drücken. Damit Strick kriegst du diesen Ich hab die verdammte Raute nicht gefunden. Da. Ja, ich hab's nur jetzt, aber ich hab den vorher nicht gefunden. Ich zurück und wollt wissen, dass der Sarazza der Chef vom Gronk ist. Alles klar. Warte. Mit. Ich hab nichts. Ich bin soweit. Okay. Wir brauchen eine neue Rollenverteilung. Wo macht jetzt ganze Trauten? Da sind doch gar nicht so viele Rauten. Das sind doch nur ein paar. Und danach ewig langer Leerzeichensatz. Ja. Und ganz hey, heute, Teil. Isabel rot, Alu rot, Namendo rot, Pudendia rot, Jerry McLeod rot, Jenny rot. Ja, nee, es muss, weil sonst werde ich gleich wieder zugetextet von Tobi und Benny, das ist schlimm. Wir brauchen Rollenverteilung, also ich und John sind, und Sven sind jeweils eine Rolle ja sowieso festgelegt. Also ich muss das nur so in dem Kapitel sprechen, Tobi ist ja nicht da. Aber sie ist gerade online gekommen, warte mal. Ganz fix. Yay! Perfektes Timing. Ja, super, jetzt werden meine Nachrichten nicht geschickt. Ey, fick dich doch. Wo fängt Kapitel 6 an? Kapitel 7. Kapitel 6 fängt Seite 27 an. Nein. Doch. Jetzt bin ich bei 26, da fängt man ja an. Dann sind bei dir eventuell noch die Bilder drin, oder bei dir ist ein Absatz falsch gesetzt, bei mir ist es 27. Das Ding zeigt es einfach falsch an. Ja. Wenn ich Seite 27 eingib, springt er auch auf die Seite unten links. Yay, super, Solly ist mit dabei, dann wird sie direkt wieder reingezogen. Ja, dann. Ja? Wie fandest du den Endboss von Szenario Leon? Boah, also ganz ehrlich, konnte er sich mal entscheiden, was er sein wollte. Erst ist er so ein hässliches Vieh, dann ist er so ein Riesendingens, dann ist er eine Fliege. Ah, also, sie haben es ein bisschen, also mit diesen Endgegner-Mutationen haben sie es echt übertrieben. Sagt Hallo. Reden wir schon wieder über Resident Evil 6? Ja, gerade kurz. Gut, bevor du reingekommen bist, haben wir angefangen. Ich dachte, John, wir haben uns gemacht, um zu tun ärgern. Wir haben uns genug darüber unterhalten. Ja. Ich muss mich bei jedem darüber ausheulen. Ach so. Ja, es aber mir musst du eigentlich nicht heulen. Wir reden doch nur über Leon und so. Wer ist denn einer von euch mal das Kapitel liest? Schon. Wo sind wir überhaupt? Kapitel 6. Guck mal, Seite 27, wenn du es genau wissen willst. Achso, Solly braucht ja die neue Datei jetzt auch. Schön fein, wie geht das? Mein Handy hat sich aufgehangen, ich habe jetzt den Akku rausgemacht und das Bild leuchtet immer noch. Ich habe sie privat geschickt, sonst wäre das jetzt doppelt in der Konfig drin. Hä? Ich blick's gerade nicht. Was gehört, Solly? Ja. Okay. Warten auf Annahme. Also, das ist ja auch eine Möglichkeit. Hat einer Lust, selbst mal zu lesen? Es sind nur ein paar Seiten. Leute? Ich habe mich gerade gewundert, warum mein Handy nicht ausgeht, wenn ich den Akku raushol. Warum? Am Ladekabel. Am Ladegerät angesteckt. Ja. Der war schlecht.
Nee, mein Handy hat ja aufgehangen. Hallo, geh jetzt endlich aus. Grunde mich bitte nicht zu machen, wenn ich gerade was trinke, das ist ganz schlecht. Warten! Ja, ich kann nicht durch die Leitung gucken, es tut mir hässlich leid. Der war jetzt echt ganz knapp. Also liest jetzt irgendwie einer von euch, oder was? Ja, ich frage, ob einer von euch Lust hat. Dass du jetzt deinen PC vollgespuckt hast. Nee, ich hätte eher voll in die Tasse wieder reingespuckt. Ich bin lieber ein... Wie wer es jeder liest eine Seite. Das sind 4,5 ungefähr. Ich lese die. Das sind 4,5. Die letzte. Das Problem ist dann nur, ob das nicht dann zu verwirrend für die Leser dann ist, wenn... Könnte sein, ja. Deswegen. Also ich würde mal vorschlagen, entweder John liest mal vor oder Solly. Ich kann nicht lesen. Ich lese jetzt schon. Wie, du kannst nicht lesen? Nee, das ist mir gerade abhanden gekommen. Also ich sehe da lauter Buchstaben und so, aber keine Zusammenhänge, es tut mir leid. Ich bin voll so für John. Was? Ich bin geschadet. Ich bin auch für John, weil John in diesem Kapitel kaum was zu reden haben wird. Bin ich dafür, dass John... Wie? Schläftermeister oder was? Nein, der Meister ist aber nur am Anfang noch drin. Ich glaube auf der ersten Seite und danach nicht mehr. Ich glaube auf den ersten zwei Seiten ist er noch und danach nicht mehr. Aber wenn ich lese, dann bin ich automatisch schlechter bei Fehler finden. Ja, das schon irgendwie doch. Ach, das schaffen wir schon. Ich meine, wir sind jetzt zu fünf. Das sollte wir hinkriegen. Ansonsten müssen wir es einfach irgendwann wiederholen oder so. Oder du hörst es hier an, wenn es hochgeladen ist, irgendwann, wenn ich mal den fünften hochgeladen habe und den vierten. Okay. Ach, wir finden schon welche. Ich meine, ich habe nach unserem Lesen in den ersten Kapiteln auch noch welche gefunden. Also, da musst du echt keine Angst haben. Aber wir müssen die Rollen verteilen. Also, Solly bekommt da das Mädchen, das in dem Kapitel vorkommen sollte. Ich schaue noch extra nochmal nach, aber ja, ist drin. Ja, wahrscheinlich ein Satz. Schön. Nee, eigentlich ein bisschen mehr, glaube ich. Wir hätten noch einen Großvater zu vergeben, soweit ich weiß. Oh, Menno. John bekommt Meister. Ich lese doch schon. Ja, und du hast doch trotzdem den Meister. Und du magst alte Leute, dann darfst du auch gleich noch den alten Mann mit dazu. Er ist ja auch schon ein altes Eisen. Oh, das wird ja aber nicht gehört. Wer weiß, fies. Wer weiß, echt nicht gemein. Nein, also, Also John liest heute, das ist schon mal fest beschlossen. Ich könnte Nico holen, der kann einen ziemlich guten alten Sack machen, ganz ehrlich. Er macht den Meister und den Großvater. Gut, Solid ist das Mädchen, Sven ist sowieso immer ohrvoll, seine restlichen Jungs sind noch zu vergeben. Ein Mädchen, yay. Kommt vor Neues vor? Hä? Kommt vor Neues vor? Vor Neos. Ja, alle sieben Jungs kommen dran vor. So ich weiß. Okay, ich muss ja auch von Neos lesen. Ja. Ich hatte Phileos und... wen hatte ich denn noch? Also ich meine, Alu hatte Pierweiss, Fresius... ich hatte Phileos und Darius, genau. Perseus und Fresius. Wie hattest du? Genau, und ich hatte Phileos und Darius. Und jetzt fehlen noch... Orpheus und Phaneus. Von Neos. Octarius hatte, glaube ich, damals auch der John, aber das wären jetzt zu viele für ihn. Hast du überhaupt einen, wo du sprichst? Hast du jemanden, wo du sprichst? Ja, Phileos und Darius habe ich. Ah, okay. Solly macht jetzt einfach mal Octarius. Was? Komm, einmal musste, sonst hat John irgendwie ganze drei Rollen plus die Leserrolle heute. Das ist ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo der ist und wo der vorkommt und wie der aussieht. Ich mach nur die alten Säcke heute. Ja. Genau. John ist heute mein Hauptcharakter. Wie heißt der Typ nochmal? Octarius. Ah, mit O, okay. Es gibt noch einen anderen mit O. Nicht mit Orpheus, aber Orpheus ist. Kann ich mir nicht mehr merken. Ach, das schaffst du schon. Ich kann soll ich es hier nochmal hinschreiben? Ich hab Angst, dass unser König mich hinrichten lässt. Was? Ja, weil ich gerade gesagt habe, du bist doof. Halt was? Es gibt einen Charakter, der Mädchen heißt. Ja, ist ja gut.
Ich will es nur nochmal klarstellen. Schreib ja nicht so viel, ich muss dann hochscrollen und so, das geht nicht. Hä, wieso hochscrollen? So viel ist das nicht. Oh, jetzt schreib doch nicht ständig. Soll ich das einfach nur lesen vor? Nein, ja. ich bin Sigurd auf meiner geschädigt, ich tut mir leid. Das müssten jetzt ja, alle sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe schon wieder 2 Stunden gelevelt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Schon wieder? Ich habe Laterna gelevelt und die andere Tante. Oh, ich habe so keine Lust mehr. Ich hab gelevelt. Mach's doch nicht. Ja, Leute, dann fangt mal an. Echt? Okay. Kapitel 6. Ja. Kapitel 6. Wolfsgesicht. Orpheus stand am Stadttor und wartete auf seine Brüder. Die Kapuze verbarg sein Gesicht, nur 2 schwarze Haarsträhnen an seinen Schläfen fielen links und rechts nach vorne. Er spürte den Blick der Wachen auf sich, welche ihn etwas irritiert und leicht misstrauisch aus den Augenwinkeln betrachten. Orpheus spürte, wie der Wind leicht auffrischte und die Blätter des Waldes raschelten. Als er den Blick leicht in den Himmel hob, sah er in der Ferne graue Wolken heranschweben. Heute Nacht wird es wohl Regen geben. Er senkte wieder den Blick, als er die Wölfe roch, welche schon bald darauf aus dem Wald kamen. Freudig bellend kam der fuchsbraune Wolf auf ihn zu und sprang an Orpheus hoch. Das seid ihr ja, meinte Orpheus und konnte sich nur mit Mühe aufrecht halten. Das hyperaktive Wolfspakt... Paket. Was ist überhaupt? Ja, das habe okay, ich also, blieb hechelnd vor ihm stehen und wedelte mit dem Schwanz. Ach so, das ist ja nochmal Stadtwache. gehören die zu euch? Wollte eine der Stadtwachen wissen. Meine Meister. Ja, er wollte noch etwas erledigen, deswegen sollte ich sie abholen. Erklärte er. Pass auf sie auf, wenn du mit ihnen reingehst. Wenn sie Ärger machen, bekommt ihr Ärger. Sagte die andere und Orpheus nickte. Gewiss. Damit betrat er wieder die Stadt mit seinen Kameraden im Schlepptau. Hallo. Oh mein Gott. Ich bin wieder drin. Was ist denn euch los? Keine Ahnung. Wieder besser. Dann nochmal. Hallo. Geht es dir wieder besser? Fragte Perseus, während er neben ihm die Straße entlang lief. Der Meister musste ihm mal wieder eine Predigt halten, sagte Octarius. Ja, mir geht's wieder gut, antwortete Orpheus und streckte Octarius die Zunge raus. Als sie das Haus betraten, hielt er ihnen die Tür auf und erst als diese wieder ins Schloss gefallen war, nahmen die Jungs ihre menschliche Gestalt wieder an. Wo ist der Meister? Fragte Phileus. Wenn er noch nicht zurück ist, nur noch in der Stadt. Antwortete Orpheus und ging in ihren Besprechungsraum. Danke. Ah. Das meine, ne? Ah, da seid ihr ja. Kam er ihm entgegen. In seinem Arbeitszimmertür stand der Meister und hatte ein Buch in der Hand. Meister, was habt ihr herausgefunden? Wollte Orpheus wissen. Später, dazu komme ich noch, erwiderte dieser. Auch die anderen betraten nun den Raum und gemeinsam knieten sie nieder. Wie ich sehe, sind alle wohlbehalten zurück. Mit beendeten Aufträgen nehme ich an, fragte ihr Lehrmeister. Jawohl, Meister. Antworteten sie im Chor. Ich möchte, dass ihr morgen zum Wolfsberg aufbrecht. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es beim letzten Mal unordentlich hinterlassen habt, sagt der Meister. Die Jungs schauten sich verwundert an. Meister, ist das der einzige Grund? Wollte Fresius wissen. Nein, ich möchte, dass ihr einige Gerüchten auf den Grund geht. Die Wächter wurden nun auch in
Dörfer gesichtet. Orpheus dachte, sie hier in der Hauptstadt gesehen zu haben. Zum Glück hat er sich jedoch geirrt. Ich will wissen, wie es dazu kommt und ob das Ausnahmen waren oder ob sie dies nun immer tun, antwortete er und die Jungs nickten. Jawohl. Der Meister verschwand wieder in seinem Arbeitszimmer und schloss sich hinter sich die Tür. Die Jungs erhoben sich wieder. Ich hasse Aufräumen, meinte Fresius. Dann und er und Darius machen Bewegungen, als würden sie sich übergeben wollen. Alle lachten. Wer keine Ordnung hält, muss mit so etwas rechnen, meinte Phileus. Er putzt schon gerne, erwiderte Phorneus. Aber dass die Wächter sich den Sterblichen jetzt doch zeigen, ist wirklich nicht normal, überlegte Octarius laut, und alle gingen grübelnd ins Wohnzimmer, wo sie bis zum Nachteinbruch saßen und überlegten. Möchte jemand was trinken? Fragte Orpheus schließlich und erhob sich. Das Übliche, antwortete Perseus schnell, bevor er wieder zu lautem Wirrwarr kam. Okay. Damit verschwand Orpheus für einige Minuten in der Küche. Darius hatte in der Zeit ein hölzernes Schachbrett aus einem der Schränke geholt. Spielen wir eine Runde? Wollte er von Orpheus wissen. Klar, warum nicht? Antwortete dieser, und so hockten sich beide an den niedrigen Tisch. Die anderen beobachten sie schweigend dabei, während sie weiterhin über die Gerüchte nachdachten. Murmelte Orpheus einen Vers aus einem alten Buch. Pat! Rief Darius in diesem Moment freudig, und tatsächlich standen nun beide Könige direkt voneinander. Orpheus schaute etwas überrascht. Scheinbar war auch er in Gedanken ganz woanders gewesen. Die Jungs lachten, belustigt, als er sich grinsend den Nacken rieb. Hab gar nicht aufgepasst, meinte er. Noch eine Runde? Fragte Darius. Nee, ich gehe nach oben, erklärte Orpheus und stand auf. Er streckte sich, bevor er in den Flur ging. Wenn wir eine Runde Karten spielen, bin ich dabei, meinte Fresius, und Darius sprang begeistert auf. Okay! Orpheus saß im Fenster und schaute in den Nachthimmel hinauf zu Myrithria, der goldenen Schönheit, welche stets Linus und Xerandas begleitete. Hey, alles klar bei dir? Fragte Phorneus, der nun zu ihm ans Fenster trat. Orpheus drehte den Kopf und schaute ihn an. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, begann er und blickte wieder hinaus. Es würde bald etwas passieren, sagte er. Etwas Schlimmes? Wollte Phorneus von ihm wissen. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Phorneus lehnte sich mit einem Arm gegen den inneren Fensterrahmen, und gemeinsam schauten sie in die Nacht hinaus. Du machst dir zu viele Gedanken, geh schlafen, meinte Phorneus schließlich und wuschelte ihm durchs Haar, bevor er sich umwandte und wieder nach unten ging. Gedankenverloren schaute er hinauf in die Sterne. Schließlich rutschte er von der Fensterbank und rollte sich im Stroh zusammen. So, und da machen wir jetzt kurz Pat. Und das heißt immer noch Phorneus, wenn ich Wie, was? Phorneus. Ich würde es auch ganz falsch aussprechen. Ja, du sagst die ganze Zeit Phorneus, er heißt aber Phorneus. Phorneus? Ja. Ah ja, okay, Phorneus, okay, EU, okay, alles klar. Ja, falls wem schon Fehler aufgefallen. Also John hat Fehler gelesen, wo keine waren zwischen zwei Stichen. Ja, ich hab gemerkt, da hat er sich einfach verhaspelt, oder was falsch gebaut. Ich hab gerade, also unten, die letzten zwei Sätze, da stand ja Gedanken verloren, schaute er, aber ich jetzt auch schon geschrieben, weil sonst denkt man vielleicht, das war jetzt Phorneus. Mir keinen aufgefallen. Ja, Hauptsache, da kam gerade so ein halber Absatz, wo du fast ein Selbstgespräch hast, dass du nur allein geredet hast. Ja. sonst
irgendwie Fehler aufgefallen oder so, sonst müssen wir weiterlesen. Weil ich hatte leider keinen Blick dafür. Diesmal konnte ich ja ganz gut drauf achten. Also die Schlangen sind mir so jetzt keine aufgefallen. Ich glaube, mein Blick ist zu schlecht für sowas. Noch kein Ohrfehler irgendwo? Also ich sehe Kommafehler sowieso nicht. Weil ich mache sie, also ich sehe sie nicht. Also lesen wir das irgendwann nochmal ohne Aufnahme nochmal so zum Durchchecken. Ist ja kein Thema. Okay. Dann ist es jetzt nur für die Zuschauer. Genau. Ja gut, wenn nichts da ist, dann würde ich sagen, weiterlesen! Gut. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als die Jungs bereits wieder auf den Beinen waren. Jeder von ihnen trug eine kleine Reisetasche bei sich und hatte sich den Umhang übergeworfen. Wie Soldaten standen sie gerade in einer Linie. »Ich erwarte euch morgen Nachmittag zurück«, sagte der Meister, welcher vor ihnen stand. »Passt auf euch auf und jetzt ab mit... Und jetzt ab mich euch, Rasselbande!« Genau. Damit schickte er sie fort. Die Jungs machten sich auf den Weg und verließen die Stadt durch das nördliche Stadttor wie so oft. Als er diese schon lange außer Sichtweite war, nahmen sie ihre Wolfsgestalt an und liefen los. Leichtfüßig und gewandt waren sie lautlose Jäger. Durchs Unterholz des Waldes und das Vorgras der Ebene. Nicht lange führte ihr Weg nach Norden, denn schon bald machten sie einen Bogen und liefen nach Osten, dem Sonnenaufgang entgegen. Aber ihr Blick auf die langsam erwachende Sonne wurde von einem Berg versperrt, welches sich langsam vor ihnen erhob. Er hatte die Form eines heulenden Wolfes und wurde deshalb Wolfsberg genannt. An seinen Ausläufen lag ein kleines, unscheinbares Dorf mit nicht mal annähernd 100 Einwohnern. Es war eher als eine Art Siedlung zu betrachten. Doch weder die Höhe noch seine Form hatten den Berg so bekannt gemacht wie das natürliche Phänomen, welches den Anwohnern täglich geboten wurde. Kurz nach Sonnenauf und vor Sonnenuntergang blitzten die Augen des Wolfes kurz auf. Einige Gelehrte und Wissenschaftler erklärten dies durch den Winkel der Löcher, welche die Augen bildeten, und einer vermuteten Höhle im Inneren des Berges. Mit Hilfe von Kristallen, so wurde vermutet, würde das Licht umgelenkt und durch beide Löcher hinausgestrahlt, jedoch nur für einen kurzen Augenblick. So blitzten auch jetzt die Augen des Wolfsgesichtes den Jungs für einen Augenblick entgegen. Hoffentlich wagen sich die Leute noch immer nicht zum Berg hinauf, sonst könnte unser Versteck bald auffliegen, meinte Octarius, als nun auch langsam die Holzpalisade der Siedlung in Sicht kam. Ihre Schritte durch das Gras wurden langsamer, je näher sie dem Eingang kamen. Was meint ihr, wie wir empfangen werden? Wollte Darius wissen. Natürlich von einer Meute wütender Bauern mit Mistkabeln und brennenden Fackeln, lachte Phileus. Still jetzt, knurrte Perseus, und das Wolfsrudel betrat vorsichtig das kleine Dorf. Saya, ein junges Mädchen mit goldbraunem Haar, stand am Dorfbrunnen und drehte an der Kurbel, um den mit Wasser gefüllten Eimer heraufzuziehen. Das bekannte und vermisste Geräusch von hechelnden Hunden drang an ihr Ohr, weshalb sie sich sofort umdrehte. Ihr seid ja wieder da, rief sie, als die Wölfe auf sich zukommen sah. Darius bellte freudig und kam auf sie zugesprungen. Lachend ging Saya in die Knie und streichelte ihm den Kopf. Wo wart ihr denn so lange? Wollte sie von den Tieren wissen. Perseus legte den Kopf schief und schaute sie an. Moment. Eis? Was guckst du denn so Eis? Ja, genau. Was guckst du denn so heiß? Neidisch. Komm her, du Racker. Lachte sie, zog ihn zu sich und kraulte Perseus hinter den pelzigen Ohren. Saya, rief ein alter Mann, der aus einem der kleinen Häuser kam.
Er ging gebeugt und stützte sich auf einen Stock. Er hatte eine Glatze und einen weißen Ziegenbart. Die Augenbrauen hingen ihm lang und bauschig an den Seiten hinunter. Die Augen schienen geschlossen. Ja, Großvater. Das Mädchen drehte den Kopf. Ich weiß, du diese Tiere gern hast. Aber vergiss bitte nicht, dass es immer noch wilde Geschöpfe sind, die jagen, keuchte der alte Mann und hustete etwas. Sie lächelte. Natürlich, Großvater. Damit erhob sie sich und schüttete das Wasser aus dem Brunneneimer in ihren eigenen, um diesen zum Haus zu tragen. Geh wieder rein, Großvater, du solltest dich doch ausruhen, meinte sie zum alten Mann und beide verschwanden im Haus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der Alte weiß was, meinte Fresius, als sie dem Pfad hinter dem Dorf zum Berg hinaufwanderten. Glaub ich nicht, meinte Phileus. Ich dachte, der Alte ist blind, gestand Darius mit verschränkten Armen hinter dem Kopf. Entweder ich bilde mir das ein, oder der Alte sieht immer gleich aus, wenn wir ins Dorf kommen, überlegte Phoneus. Du meinst, der wird nicht älter? Wollte Phileus genauer wissen. Ja! Ach, du spinnst doch, lachte Perseus. Der Alte hat schon so viele Falten, dass die Neuen schon nicht mehr auffallen, wandte Octarius ein. Lass den Hals bloß nicht hören, sonst dreht er dir womöglich noch den Hals um, meinte Darius. Sayas Großvater lehnte in einem Schaukelstuhl vor dem Feuer im Kamin, als er niesen musste. Schau, das Gefühl, da hat jemand über mich geredet, murmelte er, als seine Nichte den Kopf durch die Küchentür streckte. Hast du dich etwa erkältet? Wollte sie wissen. Nein, da war wohl bloß etwas Staub in der Nase, meinte er und winkte ab. Fehler? Das Strohk. Nicht lange gefunden. Mir ist es schon aufgefallen. Aber ich weiß, dass du die Tiere gern hast. Nein. Ach Gott, ich hab gedacht, ich hab was gesehen. Naja. Ja, hast du ja auch, ist ja auch richtig, aber das war jetzt auch so offensichtlich, dass... Aber also, bei zwei Teilen Trüber, das G vergessen. Warte. Zwei Teilen Trüber. die Augenbrauen hingen, ja, da habe ich korrigiert, ja. Und, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen drunter, weiß mit scharf S. Ich weiß von Wissen, oder meinst du, was meinst du jetzt? Weil ich habe jetzt überall weiß immer mit einem S geschrieben. Weiß schreiben wir mit scharf S, oder Leute? Wenn es auf Wissen kommt, ist es doch mit einem S, oder? Ich glaube, weiß mit Doppel S. Es ist auf jeden Fall nicht ein S. Was ist deiner Meinung? Ist es jetzt Doppel S oder scharfes S? Ja, Ich glaube. Während ihr noch überlegt, schau ich mal ganz kurz. Kommt von Wissen. Ich glaube, scharfes. Das weiß mit Doppel S ist doch die Farbe, oder? Ich glaube, ich meine auch, scharfes S müsste eigentlich von Wissen kommen und die Farbe. Müsste Doppel S sein. Nee, weiß. Mit einem S geschrieben? Ein S kommt. Ach, jetzt bin ich durcheinander, könnte auch sein, verdammt. Soweit ich weiß, ist ein S für die Farbe weiß, Wissen mit Doppel S, und weil, Wissen ist ja das Verb, und deswegen ist das, wie sagt man das jetzt noch, das, auf jeden Fall weiß dann mit scharfem S, weil das halt diese zwei S in dem Sinne fast ersetzt. Ah, ich kenne mich da nicht aus. Das ist mir jetzt auch ein Latten. Ich habe jetzt beides mal mit scharfem S geschrieben. Neue Rechtschreibung da. Ey, ich komme damit voll klar.
gibt auch sowas wie Google, Leute. Ich wollte sie nicht erwähnt haben. Ich hab grad gegoogelt, find's aber nicht. Ja, Google ist auch in dem Fall schwierig, weil da auch noch sehr die alte Rechtschreibung vertreten ist. Und meinetwegen auch Wikipedia. Das gibt's auch. Ja, ich auch. Wikipedia ist auch nicht unbedingt gut. Okay, wenn da jetzt keine weiteren Fehler gefunden worden sind, würde ich mal sagen, dann nächster Abschnitt. Verschränkte Arme mit Ä, oder? Also mit E. Verschränken? Ja, na, das habe ich. Mhm. Mit Ä. Habe ich auch gesehen. Okay. Dann. Weiter. Weiter? Mhm. Mhm. Das Stroh knisterte und raschelte laut, während die Jungs darin herumwuselten. Darius schmiss seine Wolldecke laut und genervt seufzend in eine Ecke seines Lagers. Ich sag euch eins, wenn ich etwas damals gehasst habe, dann das Aufräumen. Meckerte er und hob die kleinen Holz- und Steinfiguren aus dem Stroh, um sie wieder in der Nische neben seinem Lager in der Wand aufzustellen. Wenn du es schaffst, einer Katze das Knäule aus Würgen abzugewöhnen, sag Bescheid. Meinte Orpheus darauf, welches seine Decke ordentlich zusammenfaltete und in die hintere Ecke seines Lagers legte. Hä? Ja, Darius starrte verwirrt zu hinüber. Jetzt darfst du. Okay. Er meint, dass es unmöglich ist, dich dazu zu bringen, ordentlich zu sein. Erklärte Octarius, welcher in seinem Strohlager hockte und ein Buch durchblätterte. Aha, und darum kann er das dann nicht auch so sagen. Wollte Darius wissen und fegte dabei versehentlich die gerade erst aufgestellten Figuren wieder weg. Er fluchte leise, während die anderen Jungs belustigt lachten. Dann wäre es nicht unser Orpheus, antwortete Fresius. Warum so einfach für Deppen erklären, wenn es auch am Lysander geht? Erwiderte Orpheus, welcher sein Strohbett richtete. Enttäuscht ließ Darius Kopf und Arme hängen. Und ich dachte, wenigstens du wärst auf meiner Seite, Orpheus. Meinte er. Orpheus lächelte ihn für einen Moment an. Ein bisschen Spaß musst du mir auch mal lassen. Sagte er und streckte sich. Sie schwiegen eine Weile, während sie aufräumten. Nur das Stroh raschelte und knisterte und der Gesang der Natur drang durch den Höhleneingang. Ich habe keine Lust mehr, stöhnte Darius und bückte sich. Strohschlacht! Rief er und warf eine Handvoll Stroh Fresius ins Gesicht. Octarius, welcher noch immer in deinem Lager das Buch durchblätterte, schaute kurz auf. Die Jungs lachten und bewarfen sich eine kleine Weile mit Stroh, bis Octarius das Buch schloss und den Kopf hob. Hey, ihr wisst schon, dass ihr die letzten seid, die noch aufräumen müssen, oh Gott. Erwähnte er wie nebenbei und schaute Darius an. Wie jetzt? Seid ihr etwa schon alle fertig? Fragte er und blickte in der Höhle umher. Pornos, Fresius und du seid die Letzten, meinte Perseus, welcher auf einem steinernen Altar hockte. Octarius hat es zumindest fertig hat es zumindest fertig gebracht, bei eurem Geschrei einzuschlafen, grinste Phileas und deutete auf ihm hinüber. Tatsächlich lag Orpheus zusammengerollt in seinem Strohbett und atmete ruhig, leise und flach. Darius krummelte etwas Unverständliches, ließ das Stroh fallen und stapfte zu seinem Lager zurück. Lass uns heute Abend ins Dorf runtergehen, schlug Fresius vor. Erst wenn unsere Aufräumaktion abgeschlossen ist, erwiderte Perseus und machte sich auf dem Altar lang. Darius seufzte und stellte die letzte Figur wieder zurück in die Nische. So, ich glaube, das war's, meinte er, ließ sich ins Stroh fallen und starrte an die Höhlendecke. Jetzt könnte ich auch gleich ein Nickerchen machen, meinte er und schloss langsam die Augen. Phoneos hockte vor der Kalksäule, die zwischen seinem und Orpheus Lager stand. Mit dem Rücken dagegen lehnend, hatte er die Arme auf die Knie gestützt und blickte in die Runde.
Was meint ihr, haben noch Zeit für ein Nickerchen oder ist es schon zu spät? Wollte er wissen und drehte den Kopf zum Höhleneingang. Phileus rieb sich mit der rechten Hand im Nacken. Ach, ich... alles dran. Ja. Ach, ich denke, eine Pause ist noch drin. War Perseus der Meinung, somit legten sich alle noch einmal für einige Stunden hin. So, und damit ist Kapitel 6 abgeschlossen. Ich sag nur, warum liegt hier Stroh? Ich wusste, dass es kommt, ich wusste es, ey. Ich wollte schon sagen, wo du gesagt hast, dass Stroh knistert und rasselt laut. Ja, warum, ne? Ist ja blöd gekommen, die Folge dazu unterbrechen. Ja, ganz einfach. Es ist eine Höhle und sie leben da drinnen. Und es, um Tarnung nicht auffliegen zu lassen, es sind Wölfe. Warum nicht der Stroh? Aber der Schluss passt irgendwie nicht. Hm? Der Schluss passt irgendwie nicht. Warum? Haben wir noch Zeit für ein Nickerchen? Also es hört sich an, als hätten sie nicht mehr so viel Zeit und dann steht dann im Schluss dort, wir haben noch, sie legten sich noch einige Stunden hin. Ja, das... sind halt sehr gemächliche Tiere. Ja, die Jungs haben... Nein, ja, wirklich, die Jungs haben Zeit. Also, so ist es jetzt nicht. Aber, ja, wenn ja keine weiteren Fehler zu korrigieren sind, dann... ein bisschen Spaß mussten wir auch mal lassen. Ich glaube, Doppel F. Ja. Mhm, okay. Ein bisschen. Das bisschen Spaß muss sein, nur ein bisschen so ein Chat. Ich hab mir gedacht, er wollte fangen an zu singen, das wäre ein bisschen gruselig. Ja. Das hätte dann aber Sven machen müssen, weil das ist ja sein Textpart gewesen. Mhm. Ein bisschen Spaß musst du mir auch mal lassen. Nee, ja, wenn keine, wenn nicht noch Bescheid mit T oder mit D? Mit T, oder? Mhm. Mit D, Bescheid wissen, ja. Mit D, okay. Weil das bei mir auch noch falsch angeschrieben. Ah ja, Darius, klein geschrieben. Ja, hab ich auch schon gesehen. Hab ich korrigiert. Es war sogar ein wörtlicher Redesatzanfang, das jetzt war klein, hab ich auch schon korrigiert. Okay. Wenn keine weiteren Fehler sind, haut die Kritik raus. Mhm. Isa, du musst zuerst Kritik äußern. Ich kann über mein eigenes Buch nicht urteilen, das funktioniert nicht. Du kannst aber über den Leser urteilen. Also, John, das hast du wirklich super gemacht. Also, wenn es nicht so wäre, dass, also, gut, ein paar Sachen hast du natürlich falsch gelesen, als es ist, aber ist ja nicht schlimm. Habe ich auch, glaube ich, auch ja, wer meine gemacht. Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, dass ich mich da gerne mal vertue und ja, manchmal auch was ganz anderes lese, wie da steht. Also, das ist ganz normal. Also wenn es so wäre, ich würde dich bitten, es immer zu tun, weil bei dir, finde ich, klingt es besser als bei mir. Aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich ja meine eigene Stimme nicht bewerten kann. dementsprechend müsste das auf Alus, wenn uns Solle zurückfahren, weil sie uns beide hören. Okay, wenn ich das jetzt sofort entscheiden soll, schon. Ich finde bei dir besser. Erstens, weil das dein Buch ist. Und zweitens, weil ich finde, du hast nicht so eine passende Stimme für erzählen. Meinst du jetzt mich oder ihn? Weil du gerade sagtest, sein Buch. Deswegen. Ich habe gesagt, das ist dein Buch. Ja. Deswegen sollte ich es lesen. Oder wie? Oder was? Und ich glaube, jetzt ist die Verbindung abgeschmiert. Nee, ja, doch, jetzt bist du wieder da. Okay. Ja, das war meine Internetverbindung. Das ist ein bisschen spacki hier. War jetzt kurz zum Leserlichen vom John. Er hat's gut gemacht, seine Stimme war auch gut dafür. Ja, er hat einige Fehler reingebaut, die nicht da waren. Und es liegt daran, dass er das Buch ja nicht kennt, du hast es geschrieben, du hast da mehr Ahnung, weißt in etwa noch, was da stehen sollte. Hm. Über das Buch selbst, yeah, jetzt ist er endlich wieder aufreißen. Und mich würde interessieren, ob der alte Mann wirklich nicht altert. Ja. Ja. Das war wohl dann deine Kritik. Relativ kurz mal auf der Seite. Und du hast mal angefangen. Yay. Ich hab nicht angefangen, du warst noch mehr dran. Naja.
ja, dann der nächste oder die nächste, je nachdem, Festspektrum. Mir ist das eigentlich so ziemlich egal. Okay, dann bist du jetzt dran. Schön. Ich durfte zu abwechseln, mein... Guck mich nicht so an. Ich will gerade belästigt, tut mir leid. ich durfte einen weiblichen und einen männlichen Charakter sprechen. Leider habe ich noch nicht so große Erfahrung, um etwas männlich auszudrücken. Das kriege ich irgendwann hin. Ja, man hat gemerkt, ist aber nicht schlimm. Wir haben noch viele Kapitel vor uns, dann lernen wir schon noch. Ja, es macht Spaß nach wie vor und ich freue mich immer, mit euch ein bisschen zu lesen und so. Wie ist lustig. Wie spannend ist das Kapitel? Was? Wie spannend ist das Kapitel? Toll, ich mach das. Ich glaube, ich entwickle langsam eine Freundschaft mit Octarius. Das ist lustig. Obwohl der ja eigentlich voll kühl ist, aber vielleicht liegt es genau da dran. Mal sehen. Ja, Alu, John entscheidet, wer als nächster. Kurze Unterbrechung, bevor die nächste Kritik kommt. Ich war gerade nebenher nochmal am Durchlesen und Knäule nicht mit Ä. Ja. Knäule? Wenn du es schaffst, einer Katze das Knäule aus Würgen abzugewöhnen, sag Bescheid. Knäule mit Ä, nicht mit E. Alles klar. Gut. Ja. Gut, dass ich das Teil noch offen hatte. Mach die immer offen, ich hier ist immer noch mal nachgegangen. Ja, Nachgang. Ich mach die nur klein, ich habe jetzt das Skype-Fenster offen. Es ist ja sowieso lang. Ja. Next point. So, wir machen es einfach so. Alter vor Schönheit, ne? Was? Du warst gerade voll komisch drauf und so. Er hat gemeint, Alter vor Schönheit. Ja, der klingt gerade voll schrecklich. Ja, das ist Alter vor Schönheit. Deine Stimme klingt fehl, also bist du älter, also fängst du an. Klingt gerade wie ein Opa, ja. Tja, Ado, Eigentor. Da, das ist gerade voll am Rauschen. Nein, ich weiß nicht. Mein Internet ist scheiße. So, jetzt hören wir ja. Ich war eben auch weg. Ja, Alu, hau Kritik raus. Wieso, ihr könnt mich doch nicht verstehen. Wie soll ich es beschreiben? Muss ich lustig hin. Ja. Das klingt, als hättest du einen ganz schlimmen Husten. Das klingt so, als hättest du das Mikrofon im Mund. Ja, so in etwa. Ja, es klingt so, als hättest du es gegessen. So, und jetzt? Jetzt war was Deutliches, ja. Hat eben klungen so, als hättest du es im Mund oder hättest du es gegessen. Ach so. Das Mikro schmeckt ja auch immer so lecker. Es ist zum Frühstück. Hallo, Mikro. Ein sehr teures Mikro, ich kann nicht jeden Tag da reinbeißen. Ja, jetzt hau aber Kritik raus. Gut, dann hau ich jetzt mal Kritik raus, ne? Ja. Also ich fand's eigentlich ganz gut, dass Perseus und Fresius diesmal mehr Text hatten als letztes Mal. Letztes Mal hatten sie, glaube ich, keinen einzigen Satz. Ich weiß nicht, das ist sehr positiv. Die Liebesszene mit Perseus und den Mädchen hätte vielleicht ein Ding schwungvoller ausfallen können, außer hinter den Ohren zu kraulen. Liebesszene, naja, Liebesszene, da denke ich jetzt an Salzwasser. Ich hoffe, nicht Gefahr, dass mein Buch plötzlich USK 18 wird. Ich hab da schon so leichte Szene mitgekriegt, also. Ne? Ja, genau. An dieser komischen Säule und so, ja. Gekrabbelt hatte ihn auch noch, ich glaube, es geht los. Noch ein bisschen brutaler ausführen können. Da kommen noch ein paar Sachen. Also, ganz in Ordnung, ja. Inwiefern Sachen? Ich bin ganz ohne. Später. Jetzt kommt erstmal Kritik. Oh. Ja, John, dein Part und so. Okay. Ja, Fehler konnte ich ja diesmal nicht finden, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass du relativ wenige gemacht hast. Und
da, also ich beschränke meine Kritik dann lieber doch auf die Story, weil die habe ich mitbekommen. Und die hat mir sehr gut gefallen. Endlich sind sie wieder auf Reisen und ich habe schon mal erwähnt, ich finde es immer wieder toll, dass da wirklich jeder Gefährte auch zur Geltung kommt und nicht zu kurz kommt. Das passiert bei sehr vielen, auch sehr namhaften Büchern oder Spielen, dass da Gefährten viel zu kurz kommen oder einfach keinen Charakter haben. Aber du gibst dir immer wieder die Mühe, jeden einzelnen Charakter wirklich auch eine Seele zu verleihen. Und das ist unglaublich wichtig, finde ich. Und ich fand auch die Beschreibung diesmal sehr genial. Ich meine, es ist nicht wirklich was Spannendes passiert, aber das Kopfkino war da. Ich fand zum Beispiel die Stelle geil, wo der Berg beschrieben wurde, mit dass da die Augen mal aufblitzen für einen Moment lang. Das habe ich mir richtig cool vorgestellt, habe ich mir gedacht, boah, das will ich auch mal sehen. Und das sind einfach so Momente, wo ja, wo einen fesseln. Dann noch so einen schönen Wortwitz eingebaut, gerade schon wieder Kurzzeitgedächtnisalarm, schon wieder vergessen, aber habe einmal schmunzeln müssen so an einer Stelle, fand ich richtig gut, so ein kleiner Witz. Und hat mir sehr gut gefallen, toller Wortschreibstil. Kann das sein, dass du das meintest wegen zum Eichhörnchen? Nee, nicht mit dem Eichhörnchen, sondern weil er genießt hat, weil man über den alten Mann geredet hat. Meinst du das? Ne? Nee, ich weiß wieder. Ich meinte es mit den Falten, das fand ich so lustig. Ach so. Er ist schon so alt, dass man die alten Falten schon gar nicht mehr sieht oder so ähnlich. Er hat schon so viele Falten, dass die neuen schon gar nicht mehr auffallen. Genau, das fand ich lustig. Das war gut, ja. Hat mir gefallen. Sehr schön. Ein bisschen Humor kriege ich doch noch zusammen. Ja, sehr toll. Rasselbande mit 2 S. Hä? Rasselbande mit 2 S. Ja, das weiß ich nicht. Schreibt man Rasselbande mit Doppel-S? Mhm. Okay, weil ich das anfangs mit Doppel-S hatte und der hat mir das falsch angezeigt, aber das klingt immer noch falsch an. Rasselbande. Hm. Ja, gut. Das kennt er wohl nicht. Naja, mein PC kennt so viele Worte nicht. Der kennt sogar Umbande nicht. Und ich weiß nicht, wie die stehen. Ja, die ganzen Namen kennt ihr auch nicht. Es stehen so ziemlich alle Namen immer rot unterstrichen, also. Also, bei mir werden alle Namen rot angezeigt, außer Darius. Nee, Darius, Orpheus und Octarius. Nee, ganz wahr. Ich glaube, Phronius ist der einzige Name, der unterstrichen wird. Nee, Fresius ist es. Alle anderen kennt er. Er kennt bei mir das Wort Lust nicht. Ja, Lust. Groß. Ja, es wird auf jeden Fall noch viele von gut drin vorkommen. Wie wäre es? Noch Auftakt ins 7. Kapitel oder meint er, muss nicht sein? John Hunt. Ist ja nur ein kleiner Absatz vom ersten Kapitel. Ja, ein bisschen anfangen können wir, ja. Mit dem ersten Absatz, der ist relativ klein. Ungefähr die Hälfte des der ersten Seite. Dann hauen wir raus. zwei Stimmen. Einmal nochmal Salad und ich müssen noch sein. Ja. War nicht lange, ne? Also ich werde erwartet gleich. Ja, ist nur noch ein kleiner Absatz. Gut. Der erste Absatz hat Kapitel 7. Genau. Kapitel 7, der Lauf der Zeit. Es war dunkel, heiß und stickig. Darius schwitzte und seine Kehle brannte, während das laute Knacken und Knistern in seinen Ohren dröhnte. Er riss die Augen auf und starrte auf das Grau, um sich herum. Er war in einem Gebäude, welches einem Inferno glich. Eine plötzliche, ihm bekannte Stimme ließ ihn sich aus der Starre lösen. Hilfe! Darius schaute sich um. Madeleine, wo bist du, Madeleine? Rief er in die Flammen. Da! Bist du das? Wo bist du? Hörte er das Mädchen verwirrt von irgendwo. Sie hustete. Halte durch! Schrie er und tastete sich durch die Flammen. Wo bist du? Fragte er immer wieder. Ich bin hier, antwortete sie immer aufs Neue. Schließlich sah er sie. Das kleine Mädchen hockte auf dem Boden neben ihrem Bett und hatte ihren Kuschelhasen an sich gepresst. Da, bitte hilf mir, rief sie, als sie ihn erblickte.
keine Sorge, ich hol dich hier raus. Antwortete er und schaute sich. Die ersten Dachbalken begannen einzustürzen und auch der Boden begann nachzugeben. Das Mädchen weinte und schrie, als ein Schrank neben ihr umkippte. Der Boden war zwischen ihm und dem Mädchen bereits eingebrochen und überall lagen Trümmer. Sie war eingeschlossen. Was sollte er nur tun? Verzweifelt suchte er einen Weg, um zu ihr durchzudringen. Doch er fand keine. Ihm blieb keine Wahl. Er schluckte. Darius musste versuchen, über die eingestürzte Lücke zu springen. Doch kurz bevor er loslief, hörte er ein bedrohliches Knacken, weshalb er nach oben sah. Der Dachbalken, der über Matt Lane schwebte. Nein! Das Adrenalin schoss durch seine Adern, als er über die Lücke sprang, dem Mädchen entgegen. In diesem Moment knackte er laut und der in Flammen stehende Dachbalken fiel herab. Madeleine! Verzweifelt, sie vor dem Tod zu retten, streckte er seine Hand nach ihr aus. Darius! Das kleine Mädchen tat es ihm gleich. Tja, das war der erste Absatz vom Kapitel 7. Hm? Und damit endet es mal wieder spannend. Jetzt muss ich was Lustiges anmerken. Hm? Madeleine, M groß, Rest klein geschrieben. Computer sagt, falsch. Madeleine, komplett groß geschrieben. Computer sagt gar nichts. Ja, das habe ich auch. Hallo hat sich schon einfach aus dem Staub gemacht. Hat nur nicht mal an uns, wenn er da Tschüss gesagt. Wir haben ja auch noch nicht den... Und bevor John jetzt gleich gesprochen wieder mit einem epischen Spruch wie damals, wie zum Beispiel, ich hau jetzt ab, weil ich hab Hunger, aus der Konfi verschwindet, sag doch wenigstens einmal alle anständig Tschüss. Tschüss. Bis morgen, Johnny Lane. Tschüss, bis zum nächsten Mal.